Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, ist das nicht mal eine geile Schnecke hier? Und die haben jetzt wirklich die ganze Zeit dabei. Das heißt irgendwie, das Buston-Kontingent in diesem Let's Play steigt schlagartig auf 2, logischerweise, weil wir eine Frau haben, die uns andauernd hinterherläuft. Die nehmen wir jetzt eben mit. Ein Tane ist ein Rang, das müssen wir nicht wissen. Und wir machen einfach hier, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht da voran, ja, geht voran. So viel erzählen tut die, glaube ich, nicht. Also bei mir hat sie jedenfalls nicht viel erzählt. Keine Ahnung, ob die irgendwie nur eine Questreihe hat oder irgendwie sowas. Wäre eigentlich ganz schnieke, weil dann erfährt man so ein bisschen mehr drüber. Aber es ist schön, einen Begleiter dabei zu haben, weil ab jetzt können, glaube ich, auch random einfach mal Drachen auftauchen und die sind alleine wirklich schwer zu meistern. Die sind auch schon zu zweit wirklich schwer zu meistern, gerade wenn man noch auf Stufe 4 ist und eben hier mit so einem extrem dummen Typen namens Kedos durch die Gegend läuft, der eigentlich absolut keine Ahnung von nix hat, aber trotzdem einfach Bullshit labert. Ja, aber das ist ja eh das, was ihr euch hier reinzieht, also von dem her muss ich das ja nicht mal weiter erwähnen. Ne? Mann, immer diese Ladebildschirme, das macht mich echt fertig. So, da sind wir wieder draußen und ich bin begeistert, dass dieser Drop wirklich nur noch so kurz ist. Also der war wirklich, wirklich heftig, als ich das noch mit der alten Fraps-Version ausprobiert habe. Ich möchte heute Abend nochmal so ein bisschen meinen Grafikkartentreiber aktualisieren. Manchmal wird es dadurch eher schlimmer als besser, aber das werden wir dann in der nächsten Session erleben. Hier können wir jetzt erstmal schön in den Wackelpudding reinspringen und ganz schön tief hier, hatte ich gar nicht gerechnet. Ah, oh, ist das schön hier, ein bisschen baden. Schwimmt der total. Ist hier auch reingesprungen? Hier, komm mal nach. Lass mal baden gehen, Lydia, komm. Lydia, lass mal baden gehen. Die will nicht, okay. Ist wohl noch zu intim. Was plappert denn da die ganze Zeit unten runter hier? Lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt. Was ist denn? Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Ja, aber ich dachte, das wäre verboten. Das steht doch schon da. Da möchte ich nichts mit haben. Nö, komm, das ziehen wir uns mal anders mal rein. Ich bin wieder weg. Tschüss. Dem hören halt auch echt viele zu und es ist bombastisch, was der für eine Menge hinter sich stehen hat. Also wirklich krass. Übelscht. Hier. Ein Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher. Ich dachte, die wären jetzt hier von meinem neuen Rang so ein bisschen informiert und würden mal so ein bisschen mehr Respekt mir entgegenbringen und nicht von irgendwelchen Met reden. Also, meine Damen, wir gehen natürlich wieder auf die Karte. Ich will das immer mit M machen, dabei muss ich das ja hier wegen dem fetten Studiomikrofon von meiner Fresse immer mit Tabulator machen. Wir müssen jetzt wo hoch, nämlich hier. Das war das Utsturzhubelgrab. Wir müssen, glaube ich, ganz weit runter. Hier, ey, ist übel, Leute. Ivarstadt, ja. Wirklich komplett im Anus der Welt schon wieder. Also, was heißt im Anus der Welt? Man sieht ja, wie weit das hier noch sonst wohin geht. Hier oben war ich übrigens wirklich noch kaum. Es geht ziemlich weit runter. Und, wir können, inwiefern können wir... Nee, haben wir noch nicht entdeckt. Okay. Also wir laufen dahin, ist ja eine ganz klare Sache und ich laufe sehr selten auf Wegen, aber das gibt jetzt eine sehr, sehr, ja, eine lange Reise für uns, meine Damen. Wir können natürlich schauen, ob wir inzwischen genügend Kohle für ein Pferd da haben. Aber Lydia darf dann eben hinterher rennen, aber komm, wen interessiert denn überhaupt Lydia? Also sonstiges war doch irgendwo das Gold, oder? Nee, hier wird es angezeigt, 750, das wird knapp. Pferde sind meistens schon im vierstelligen Bereich, was den Goldbetrag angeht. Aber schauen wir mal, ob man nicht hier, die werden uns gleich anplappern, oder? Vielleicht kommen wir dran vorbei, ne. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Also ja, schön, aber ich habe da eben noch gerade keine Lust drauf, das machen wir irgendwann anders mal. Ich muss zu den Graubärten, ist very important, Mann. Very, very wichtig. Die meisten Nord in Himmelsrand glaubten, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Na, aber der sieht schon so ein bisschen verfault aus. Also der alte hat hier noch schön schwarz geschimmert, aber das hier ist ja mehr so blau-violett mit Kotzbrockenfarbe. Aber wie gesagt, die Kotz hat man ja vorher auch schon hier auf den ganzen, ne? Stufen der Treppen und so weiter und so fort und deswegen ist das dir eigentlich vollkommen egal. Ich muss übrigens mal rendern, ey, das ist echt, inzwischen nehme ich so viel auf, dass echt mir der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird, weil ich mit dem Rendern nicht nachkomme, weil das jetzt ja auch viel länger dauert mit den Bauchbinden, habe ich ja schon mal erklärt, aber das muss ich mal machen, da muss ich mich heute Abend echt mal ransetzen hier, damit ich morgen auch wieder schön weiter aufnehmen kann. Ui. Nice. Ach ja, übrigens wurde das Skyrim Let's Play inzwischen hochgeladen, möchte ich mal anmerken. Also, wir sind jetzt, glaube ich, gerade eben bei Folge 5. Ich glaube, die erste Session habe ich jetzt komplett oben. Sind jetzt einige Tage seit der letzten Aufnahme wieder ins Land gegangen. Aber die Reaktion war doch erschreckend gut, meine Damen. Also, da freuen sich sehr, sehr viele über das Let's Play. Und dem möchte ich einfach mal allen hier noch so ein kleines direktes Danke aussprechen. Hab's schon auf Facebook im Gesichtsbuch getan. Aber wir könnten das Pferd jetzt natürlich auch stehlen, was nichts mit dem vorigen Satz zu tun hatte. Aber ich finde das immer ganz lustig. Mal schauen. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ja, wie viel willst du denn dafür? Ihr braucht bestimmt ein Schloss. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist. 1000 Goldstücke, nee, dann lass das mal stecken, da laufe ich lieber. Man könnte natürlich auch hier das hier benutzen. Das ist ein ganz tolles Ding. Ich weiß gar nicht, benutzt man das vielleicht sogar? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ui.
Das ist ja cool. Aber einfach, weil ihr bestimmt auch was von der Welt sehen wollt, laufen wir. Ja, das ist auch ganz praktisch, weil man einfach auch so ein bisschen Training hat, so ein bisschen was in die Beine kriegt. Und deswegen laufen wir tatsächlich durch die Gegend. Und wenn wir auf dieser tollen Reise irgendwelche Nebenquests finden, dann machen wir die auch. Ich habe ja gesagt, das ist ein sehr, sehr offenes Let's Play. Und es gab natürlich auch schon sehr, sehr viel. Ey, Kedos, Alter, mit 10, 12 Minuten Folgen brauchst du da 400 Folgen. Das weiß ich, dass ich da 400 Folgen brauche, ja. Aber hey, was spricht eigentlich gegen große Projekte? Gerade eben, wenn man ab und zu immer so kleine Minilags drin hat, sind die wirklich extrem spannend. Ja, das hat mich jetzt gerade eben schon so ein bisschen gestört. Aber komm, wenn das nur ab und zu mal ist, wenn ich springe und wahrscheinlich hier gerade mal so ein neuer Bereich von der Welt geladen wird, dann kann ich das gerade noch knapp verkraften. Und falls nicht, stellen wir das halt wieder auf hoch runter. Also ich finde eigentlich, das gibt sich nicht viel. Also es sieht schon besser aus, gerade eben auf die Ferne, weil eben dann auch dort die Vegetation zu sehen ist. Also diese ganzen Gräser hier, die man auf dem Boden sieht. Aber das ist auch auf hoch ansehnlich, das Let's Play. Also das Spiel an sich. Das ist bei mir eh so, also wenn ich privat zock, dann stelle ich das wirklich einfach so ein, dass es eben läuft und dann ist auch Pustekuchen. Also dann überlege ich nicht noch irgendwie 3 Stunden hin und her, wie ich das irgendwie möglichst hochstellen kann und es trotzdem noch halbwegs anständig läuft. Rein aus dem Grund, weil ich da ehrlich gesagt nicht so die größte Grafikhure bin. Beim Let's Play optimiere ich das immer so ein bisschen mehr, weil ich weiß, dass viele Leute eben ein möglichst schönes Bild haben möchten. Das kann ich auch verstehen, um einen möglichst guten Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Aber das ist eigentlich ziemlich geil hier gerade eben. Privat ist das eben nicht so, ja. Aber im neuen Rechner muss sowieso Anfang des Jahres irgendwann mal ran hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann man die vielleicht umziehen? Bin immer noch da. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Gib mal Kleidung her. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, du hast ja geschworen, dich auszuziehen, glaube ich. Du, ach, verdammt, das geht nicht. Schade, schade, schade. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Euer Ausziehen. Du bist im Befehlsmodus und dein Begleiter bewegt Zielhilfe und drückt dann E um den Befehlsmodus. Was braucht ihr? Warte, nee, lass mich da mal wieder raus. Braucht ihr mich noch? Nee, ist okay. Wieder aus dem Befehlsmodus raus und ein bisschen baden gehen zusammen, fände ich jetzt ganz schnieke. Man kann auch Lachse fangen. Sehr geil. Hier so ein bisschen durch die Gegend springen, ein bisschen was fischen. Mit bloßen Händen. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo Gegner? Ich glaube, so nah an einem Wasserfall gibt es keine komischen Krabben, die einen dann irgendwie angreifen. Eher halt ein paar Fischis. Wo ist sie denn hier? Hallo? Schatzi? Geht ihr voran? Was? Oh, guck mal hier, die kann absolut nicht schwimmen irgendwie. Ist natürlich gerade eben auch ein bisschen blöden Platz ausgewählt, gebe ich zu, um ins Wasser einzusteigen, weil wir hier wieder hochkommen, dass wir gerade eben so... Annie? Hallo? Da. Verdammt, die Strömung! Ist tatsächlich zu stark, ey. Ich komme nicht gegen an, aber jetzt hier, da haben wir einen schönen Eingang gefunden. Wie man erkennt, bin ich jemand, der von den offiziellen Wegen, die es eigentlich in Skyrim sehr wohl gibt, nicht viel hält und einfach mal direkt in die Prärie reinlatscht. Was sich aber in Skyrim auch öfters mal lohnt, weil es immer mal wieder... Immer mal Flammen raus, das reicht. Weil es immer mal wieder so kleine Dinger gibt, wo man sich eben... Hat sie das gerade eben gemacht? War das Lydia? Hat die irgendeinen Pfeil abgeschossen? Weil es immer mal wieder kleine Häuser gibt in der Prärie, wo man schön rein kann oder irgendwie sowas. Wir sollten übrigens auch mal verkaufen gehen, da hätten wir uns auch ein Pferd leisten können, ist mir gerade aufgefallen. Oder mal überhaupt neue Ausrüstung, das machen wir im nächsten Dorf. Im nächsten Dorf, wo wir sind, wird man so ein bisschen eingekauft, verkauft und wie man den Berg jetzt hochkommen soll, ist mir unklar. Das war ein bisschen scheiße gelaufen hier, mein Lieber. Kriegen wir das noch hin? Ich glaube, das kriegen wir noch hin, oder? Komm! Komm! Ja, 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 komm, das geht noch. Das, da kommst du noch hoch. Ja, da kommen wir irgendwie hoch. Das ist halt immer so ein bisschen Free-Climbing-Action bei mir. So ein bisschen Parkour-mäßig. Parkour wäre, glaube ich, ein bisschen mehr in der City, oder? Gibt's auch. Es gibt bestimmt auch so eine Parkour-Art, die irgendwie ein bisschen mehr naturbezogen ist, oder? Ich gehe mal schwer von aus. Nature-Parkour oder irgendwie sowas. Guck mal, schon wieder ein Wolf. Der irgendwie nicht gegen mich kämpfen will. Guck mal, da hinten ist eine Brücke. Da haben wir tatsächlich einen halbwegs offiziellen Weg gefunden. Halbwegs noch geblockt oder haben wir sogar recht anständig geblockt und da ist er schon wieder gebrannt. Schade, dass man keinen gebrannten Wolfspelz kriegen. Machen den eigentlich schlecht. Lydia! Lydia! Wo ist denn die geblieben, ey? Also die taucht schon irgendwann wieder auf. Ich gehe davon aus, dass sie da unten irgendwie abgesoffen ist. Die kommt schon irgendwann wieder, keine Sorge. Die spawnt dann, ja. Das ist ein bisschen wie mit den Hundis in Minecraft. Also ich glaube, sie spawnt dann nach einer gewissen Zeit irgendwann mal neben einem. Aber so, dass man es eben nicht sieht, weil das wäre ja blöd, wenn da plötzlich irgendwo eine Lydia aufpoppt. Lydia aufpoppt. Das wäre natürlich schon eine geile Nummer, die Lydia mal aufzupoppen, aber wenn sie von selbst aufpoppt, dann ist es nicht so witzig, ne? Nicht cool? Okay. Das meine ich genau hier. Man läuft irgendwie blöd durch die Gegend und findet irgendwas und ist wieder in irgendeiner Landschaft, wo man irgendwas anstellen konnte. Aber ich glaube, das hier ist sogar schon wieder der offizielle Weg. Oder wo sind wir denn gerade eben eigentlich? Gib mir mal meine Map. Ja, scheiße war's.
jetzt können wir hier... Da war Helgen. Flusswahlzimmer. Nee, oder? Wir sind da nicht... Och, bitte nicht. Och, doof. Nee, komm, wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. Wir holen uns jetzt ein Pferd. Wir reisen nach Windhelm. Ja, das klingt gut. Wir reisen nach Windhelm. Erstmal nochmal hier. Heute haben wir irgendwie ziemlich viele komische Raps drin, die eigentlich gar nicht entstehen sollten. Also nicht Raps, die man essen kann, sondern Raps. Yo. Du solltest mir das Reden überlassen. Bitch, sonst werde ich dich mit Käse überbacken. Schreib's doch in die Kommentare, was ich da gerade eben zitiert habe. Denn liebe Mutter, es gibt ab und zu ein bisschen Butter.